Der frühere Chefstratege von US-Präsident Trump, Steve Bannon, ist in New York wegen Betrugsverdachts festgenommen worden. Ihm und drei weiteren Personen wird die Unterschlagung von Spenden vorgeworfen. Die Gelder sind laut Staatsanwaltschaft bei einer Online-Aktion zusammengekommen, mit der Bannon für den von Trump geforderten Mauerbau zwischen den USA und Mexiko sammelte. Bannon gehört zu den einflussreichsten Stimmen im ultrakonservativen Lager der US-Politik. Stefan Niemann in Wilmington. Können Sie noch mal erklären, was Bannon da genau vorgeworfen wird? Naja, es geht um die Unterschlagung oder Veruntreuung von bis zu 25 Millionen Dollar. Bannon und drei Mitbeschuldigte sollen Ende 2018 eine Crowdfunding-Aktion gestartet haben, also eine Webseite, auf der unter dem Titel We Build the Wall, wir bauen die Mauer, gesammelt wurde von vor allem Trump-Anhängern Gelder, um eben einen Teil dieses Mauerprojektes an der Grenze zu Mexiko privat zu finanzieren. Hunderttausende sind darauf wohl reingefallen, haben gespendet. Und 25 Millionen sollen verschwunden sein. Deswegen vor allem wird Bannon und seine drei Mitbeschuldigten jetzt angeklagt. Bannon war ja Chef von Trumps Kampagne 2016, danach eine Zeit Chefstratege des Präsidenten. Welche Rolle spielt er denn heute? Keine große mehr im öffentlichen Leben der USA, das muss man sagen. Der Rechtspopulist und Nationalist wird allenfalls noch verehrt im Lager der Ultrakonservativen, auch einiger Rechtsradikaler und Rassisten. Er spielt aber, wie gesagt, publizistisch und politisch keine große Rolle mehr. Wir wissen nicht, ob er im Hintergrund noch mit Trump zusammenarbeitet oder nur Stimmung macht für den Präsidenten. Das tut er schon noch, aber wie gesagt, er ist nicht mehr die entscheidende Stimme in diesem Wahlkampf. Ist denn schon abzusehen, ob die Vorwürfe, die zur Festnahme Bannons geführt haben, Auswirkungen auf den Wahlkampf haben könnten? Auswirkungen werden sie haben, allzu große meiner Einschätzung nach nicht. Dennoch, der Präsident hat sich beeilt, sich zu distanzieren von Bannon, hat nochmal unterstrichen heute vor Kameras, er habe den Mann lange nicht mehr gesprochen und gesehen, er habe von diesem Projekt nichts gewusst. Jetzt, wo er gehört habe, was das sei, verurteile er das, also er distanziert sich. Bei den Demokraten ist das hier am Rande des Parteitags auf Häme und auf Schadenfreude gestoßen. Ich habe eben vor einer Stunde nochmal mit einer Delegierten gesprochen, die sagte, ja, es wundert eigentlich keinen, aber es geht in diesem Wahlkampf nicht um all die Schurken, mit denen Trump sich umgeben hat, so hat dieser Abgeordnete es formuliert, sondern es geht darum, Trump aus dem Weißen Haus zu entfernen und zu verhindern, dass dieser Mann eine zweite Amtszeit bekommt. Also insofern glaube ich nicht, dass diese Anklage gegen Trumps früheren Chefberater jetzt den Wahlkampf wirklich dominieren wird. Aber es wird eine Weile in den Medien natürlich jetzt noch hochgekocht und auf beiden Seiten diskutiert werden, das schon. Stefan Niemann, vielen Dank nach Wilmington.